diesen übertrieben fresh und angesagten Kanal, den ihr bereits abonniert habt und, ja, Glocke aktiviert habt und ihr keins der weiteren Videos mehr verpasst. Mit diesem Video möchte ich alle neuen Yu-Gi-Oh!-Spieler herzlich willkommen heißen und auch alle die dazu ermutigen, die vielleicht überlegt haben, mit Yu-Gi-Oh! Anzufangen. In diesem Video wird es darum gehen, was brauche ich, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Manch einer wird meinen, Yu-Gi-Oh! Wird komplizierter, als es vielleicht schlussendlich ist. Aber da kann ich euch leider die Angst nicht nehmen, es ist wirklich kompliziert. Aber diese Angst möchte ich euch gerne nehmen, denn wenn man erstmal in dieser Mechanik drinsteckt, ist Yu-Gi-Oh! Gar nicht mehr so schwer zu verstehen, da sich in diesem Spiel nicht so viel so schnell verändern wird. Aber ganz gemächlich, wir fangen erstmal mit dem Urschleim an. Was brauche ich denn, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen? Wenn ihr in ein Geschäft geht, in dem ihr Yu-Gi-Oh! Spielen könntet und dort mit einem Yu-Gi-Oh! Spieler redet und ihn fragen würdet, was brauche ich, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen, würde er euch wahrscheinlich sagen, ihr braucht genau das. Main Deck, Extra Deck, Side Deck, eine Matte, ein Case für eure Matte, ein paar Token, eine Deckbox, Würfel, Tauschordner, Stift und Papier oder euer Handy. Jetzt wollen wir doch mal klären, brauche ich das alles wirklich, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen? Um Yu-Gi-Oh! Zu spielen, können wir eigentlich Folgendes wegnehmen. Ihr seht, so viel bleibt gar nicht übrig. Wir haben einmal das Main-Deck, Zettel und Stift und unser Handy. Beziehungsweise kann man sagen, oder unser Handy. Da heutzutage jeder ein Handy hat, könnt ihr eigentlich getrost auf Zettel und Stift ebenfalls verzichten. Und wenn man es ganz konkret nehmen würde, könnten wir sogar auf unsere Hüllen verzichten. Aber ich würde euch immer empfehlen, füllt eure Karten ein, behandelt sie gut, ansonsten gehen sie schnell kaputt und ihr könnt sie vielleicht gar nicht mehr verwenden. Von daher lassen wir unsere Karten eingehüllt. Solche Standardhüllen findet ihr auf jeden Fall in eurem Laden, in dem Yu-Gi-Oh! Gespielt und auch Produkte von Yu-Gi-Oh! Verkauft werden. Und eure Karten sollten euch das wert sein. Kommen wir jetzt kurz zum Spielfeld und zu den grundlegendsten Regeln, die ihr wissen müsst. Wir haben zwei Reihen mit jeweils 7 Feldern, einmal hier und einmal hier. Und einmal eine Reihe mit jeweils 3 Feldern. Kommen wir zu den einzelnen Feldern. Dieses Feld ist für euer Main Deck. Da steht ihr euer Main Deck drauf. Das sind die Karten, die ihr grundlegend zum Spielen von Yu-Gi-Oh! Braucht. Diese dürfen 40 bis 60 Karten beinhalten. Links in der Ecke findet sich euer Extra Deck wieder. Das Extra Deck darf nicht mehr als maximal 15 Karten überschreiten. Aber wie gesagt, ihr braucht nicht unbedingt ein Extra Deck, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder, die zwischen Extra Deck und Main Deck liegen. Diese Kartenfelder benennen wir als Zauber- und Fallenkarten. In diesen Zauber- und Fallenkarten dürfen, wie der Name schon sagt, Zauber- und Fallenkarten liegen. Zauberkarten sind grüne Karten, Fallenkarten sind rote Karten. Über eurem Deck befindet sich der Friedhof. In dem Friedhof werden alle Karten gelegt, die theoretisch das Spielfeld verlassen oder auch durch diverse Effekte vom Main- oder Extra-Deck in den Friedhof gelegt werden. Es gibt auch Effekte, die sorgen dafür, dass die Karten verbannt werden. Dazu kommen wir aber gleich. Die Karten im Friedhof sind immer offen und können dort nicht verdeckt liegen. Über eurem Extra-Deck befindet sich ebenfalls ein Kartenfeld. In dieses Kartenfeld werden besondere Zauberkarten gelegt, und zwar Spielfeld-Zauberkarten. Zwischen eurem Friedhof befinden sich wieder weitere 5 Kartenfelder. Diese sind für die Monsterkarten vorgesehen. Wie ihr seht, unterscheiden sich die Monsterkarten auch von ihrer Farbe. In den folgenden Videos werden wir darauf aber genauer eingehen. Nun kommen wir zu dem Kartenfeld, was sich über eurem Friedhof befindet. Dort können Karten liegen, die beispielsweise verbannt wurden. Sei es eine Monster-, Zauber- oder Fallenkarte oder auch verdeckte Karten, die durch einen anderen Karteneffekt dorthin gelegt wurden. An verdeckte Karten ist es sehr schwer, wieder ranzukommen, aber auch das erkläre ich euch später in einem weiteren Video. Kommen wir zu den 2 letzten freien Feldern. Einmal hier und einmal hier. Und in diese Extra-Deck-Felder, wie ihr schon vom Namen ableiten könnt, beziehen sie sich auf das Extra-Deck, was aber nicht unbedingt heißt, dass dort nur Extra-Deck-Monster beschworen werden können, sondern durch unsere neue Master müssen wir dort alle Link-Monster reinbeschwören. Zu den einzelnen Monster- und Fallentypen, die es in Yu-Gi-Oh! Gibt, mache ich auch gerne noch ein weiteres Video. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was euch da am meisten interessiert, ob ihr es zu den Zauber- und Fallenkarten näher Bescheid wissen wollt oder zu den Monsterkarten oder zu den Extra-Deck-Karten. Link-Karten, die dort reinbeschworen werden müssen, sind blau und uns steht nur zu Beginn eins der freien Kartenfelder zur Verfügung. Wichtig bei den Link-Monstern sind die roten Pfeile, die jetzt zum Beispiel bei dem Al-Mirage ersichtlich ist. Dieser zeigt auf ein weiteres Feld von uns und dieses Kartenfeld wird dadurch auch zu einem Extra-Deck-Feld. Das heißt, wir können dort ein weiteres Link-Monster beispielsweise hineinbeschwören.
Sollte uns das gelingen, dass wir uns einmal komplett rumbeschwören mit linken Monstern und wir hier ein Monster haben, was einen roten Pfeil nach oben hat, können wir auch dieses Extra-Deckfeld benutzen. Das soll es auch erstmal gewesen sein mit dem Geld. Das erste Video soll euch nur grundlegende Kenntnisse, wo ihr welche Karte hinbeschwören oder setzen könnt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Ich bin dann bemüht, diese zu beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, Kuss geht raus.